Willkommen zurück zu SFS Tutorial und willkommen zurück zum Planet Edit. Und zwar hier im zweiten, in der dritten Folge und im zweiten Teil von der Dateiübersicht. In der letzten Folge hatten wir hier schon die ersten drei Teile abgeschlossen. Wir hatten Base Data, Orbit Data und Achievement Data. Heute kommt der ganze Haufen mit der Atmosphäre dran. Und ihr seht, es kommen immer mehr Sachen hinzu, immer mehr diese Hashtags mit den Infos. Und ich werde das am Ende des LPs oder der Tutorial-Serie hochladen, dass ihr euch das selber runterladen könnt und auch selber diese kleine Bibliothek habt. Doch ich würde sagen, lassen wir uns nicht weiter aufhalten und beginnen mit der Atmosphäre. Und zwar haben wir hier wieder mehrere Teile. Atmosphere Physics Data, Atmosphere Visuals Data, Clouds und Fog. Und wir fangen einfach vorne an. Atmosphere Physics Data sind einfach die physikalischen Eigenschaften der Atmosphäre. Und den sollte man nur bei Körpern mit Atmosphäre benutzen, sonst eben komplett entfernen. Ihr braucht das nämlich nicht. Also zum Beispiel Merkur, zum Beispiel Mond, die haben das gar nicht. Da ist es gar nicht drin. Und deshalb müsst ihr das dann auch nicht benutzen, wenn ihr keine Atmosphäre habt. Jedenfalls der erste Punkt, Zeile 16, Height, ist die Höhe der Atmosphäre in Metern. Die Atmosphäre der Venus hat eine Höhe von 40 Kilometern, von der Erde zum Beispiel eben 30, wie ihr wisst, und der Mars hat zum Beispiel 20. Und ihr könnt damit eben die Höhe festlegen, die ihr eben haben wollt. Dann Zeile 17, Density, das ist der Atmosphärendruck an der Oberfläche. Und ja, da gibt es keine wirkliche Einheit dazu. Ich habe sogar den Hauptdeveloper gefragt, also Steph, ob es da irgendeine Verwandtschaft zwischen der Realität gibt und dem Spiel. Und die gibt es nicht. Allein schon, die Zahlen stimmen nicht. Also wir haben auf der Erde einen Atmosphärendruck von einem Bar, also auf der Oberfläche. Das ist hier in dem Spiel 0,005. Und die Venus hat einen Atmosphärendruck von 91 Bar. Und hier sind das 0,025. Das passt nicht, weil das hier nur das Fünffache von der Erde ist. Und in Wirklichkeit ist es das 91-fache. Deshalb stimmt da was nicht. Jedenfalls müsst ihr einfach selber gucken, inwiefern es euch dann gefällt. Wenn ihr eine zu dichte Atmosphäre habt, dann könnt ihr es eben verringern. Hier Venus als Beispiel mit einer sehr dichten Atmosphäre hat eben eine relativ hohe Zahl, also es ist nur relativ gesehen. Mars zum Beispiel mit einer sehr dünnen Atmosphäre hat eben hier 0,0008, also das ist schon ziemlich dünn. Als nächstes haben wir Curve. Curve ist so ein bisschen kompliziert. Also erstmal das Multiplikator für die Abnahme an der Atmosphäre, an der Atmosphärendichte meinte ich. Und zwar habe ich da ein kleines Tool gefunden. Ich packe euch einen Link in die Videobeschreibung. Da könnt ihr eben selber die Höhe der Atmosphäre eintragen, also eben Height. Und dann eben Curve, ist das C, das könnt ihr dann eben verändern. Und ihr seht hier, Venus hat 13, Erde hat 10 und Mars hat 9. Das heißt, ihr könnt das so sehen, je höher die Zahl ist, desto schneller nimmt die Atmosphärendichte ab. Das heißt, wenn ihr eine sehr kurze, sehr kompakte Atmosphäre haben wollt, weiter unten, und sehr weit oben, so eine ziemlich schwache, fast gar keine Atmosphäre, dann lasst die Zahl eben hochsteigen. Und wenn ihr eine ziemlich gleichmäßige haben wollt, dann nehmt ihr eben eine niedrigere Zahl. Parachute Multiplier, das ist eben die maximale Entfalthöhe für einen Fallschirm im Anteil an 2500 Metern. Also wir haben hier 1, das heißt, wir haben eine maximale Höhe von 2500 Metern, bis wir den Fallschirm öffnen können. Bei der Erde ist es genauso, das ist auch bei 1. Und bei Mars haben wir es bei 1,8. Und dadurch haben wir eine etwas höhere Maximalhöhe, wo wir es öffnen können. Ich glaube, das waren irgendwie 5200 Meter oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, tut mir leid. Jedenfalls ist das dann eben so.
Upper Atmosphere, das ist die Höhe der oberen Atmosphäre im Anteil an der gesamten Höhe. Hier haben wir 0,375. Das entspricht ungefähr diesen 35 Kilometern. Bei der Erde haben wir 0,333. Und das sind dann eben die 10 Kilometer. Das braucht man eigentlich nur für hier unten bei den Erfolgen. Und wenn ihr halt keine Atmosphäre habt, dann lasst ihr es halt eben weg. Jedenfalls braucht ihr eigentlich das nur dafür. Es hat keinen physischen Effekt eigentlich. Deshalb wundert es mich ein bisschen, dass hier drin steht. Dann Shockwave Intensity, Zeile 21. Das ist auf 1 und das ist die Intensität oder Stärke des Wackelns. Und das ist eben dieses Bildschirmwackeln, wenn ihr zum Beispiel durch die Atmosphäre fliegt oder wenn ihr auf dem Planeten kracht. Und hier bei der Venus und bei der Erde haben wir es eben auf 1, bei Mars haben wir es bei 0,35. Also es ist ziemlich niedrig. Und das ist auch irgendwie logisch. Bei Mars haben wir eine schwächere Atmosphäre. Da gibt es halt weniger diese Vibration beim Hindurchfliegen. Das heißt, wenn ihr eine dichte Atmosphäre habt, dann könnt ihr es schon mal hoch machen. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man es über 1 macht. Jedenfalls haben wir hier Venus und Erde auf 1 und Mars eben auf einer sehr viel geringeren Zahl. Dann Min Heating Velocity Multiplier. Ja, ist ein ziemlich langer Name. Das ist ein Multiplikator der minimalen Geschwindigkeit für Glüheffekte. Und zwar im Anteil an 500 Metern pro Sekunde. Und ihr seht, wir haben das hier bei Erde und bei der Venus auf 1 und bei Mars eben auch. Das heißt, da ändert sich eigentlich nicht viel. Das heißt, wir haben immer die Glüheffekte bei 500 Meter pro Sekunde. Ich würde da nicht unbedingt was ändern. Deshalb lasst es einfach so. Und damit haben wir Physics Starter abgeschlossen in ganzen 7 Minuten. Das ist super schön. Dann Atmosphere Visual Starter und wir gehen hier mal auf allen drei rüber. Ist ziemlich kurz, das sind drei verschiedene Sachen, die man einstellen kann. Erstmal, das sind die visuellen Eigenschaften der Atmosphäre und das braucht ihr eben auch nur bei Körpern mit Atmosphäre, sonst eben komplett entfernen. Es gibt eine kleine Ausnahme und zwar haben wir die hier und wo ist es? Oben, Europa. Hat eine visuelle Atmosphäre, keine physikalische, deshalb, ja, gut, von mir aus. Macht aber eigentlich wenig Sinn, deshalb braucht ihr es nicht unbedingt. Dann Position Z, das ist hier bei der Venus auf 800, bei der Erde ist es bei 4000, bei Mars ist es auf 5000. Und zwar ist es die Stauchung oder Streckung der Atmosphärentextur. Venus hat eine ziemlich feste und kompakte Atmosphäre. Da packt man, macht man die Zahl eben etwas niedriger. Mars mit einer sehr dünnen Atmosphäre macht man es eben höher. Hier wird die Atmosphärentextur dann eben gestaucht. Und beim Mars zum Beispiel wird das eben weiter gestreckt. Dann Height, die Höhe. Die ist hier bei 45.000 Metern, bei der Erde auch. Und bei Mars ist es bei 25.000. Und das macht insofern Sinn, dass es immer ein bisschen höher ist als die physische Atmosphäre. Wir haben hier 45.000 bei der visuellen Atmosphäre und 30.000 bei der physischen. Deshalb müsst ihr es immer ein bisschen höher halten als die eigentliche Atmosphäre, also als die physische Atmosphäre. Und dann haben wir auch noch die Textur. Atmo-Venus haben wir hier bei der Venus. Bei der Erde ist es eben Atmo-Earth, Atmo-Mars und Atmo-Europa. Und zwar können wir eine bestimmte Textur für die Atmosphäre aussuchen. Man kann eigene zeichnen. Ich werde wahrscheinlich noch ein Video darüber machen, aber jetzt erstmal nicht. Es gibt nämlich Standard-Atmosphärentexturen. Und zwar müsst ihr dann einfach schreiben Atmo und Unterstrich und dann den Namen des Körpers. Ihr könnt eben Sonne, Venus, Erde, Mars, Jupiter und Europa nehmen. Natürlich die englische Schreibweise, nicht Sonne und nicht Erde, sondern Sun und Earth. Und dann schafft ihr das. Das war es auch mit der visuellen Atmosphäre. Wir haben 10 Minuten, super. Dann haben wir Clouds. Das sind eben nur Wolken
Und das braucht man eben auch nur bei Körpern mit Atmosphäre, sonst komplett entfernen. Und wir haben wieder hier Europa als Beispiel, auch wenn es nicht wirklich eine Textur hat, aber von mir aus. Jedenfalls gehen wir hier auch überall mal so. Und da haben wir wieder die Textur und Textur für die Wolken, Name des Körpers unterstrich Clouds. Und es sind nur Erde gültig. Also könnt ihr eigentlich vergessen, was ich eben gesagt habe. Ihr könnt eigene Texturen machen. Ich werde da auch ein Video drüber machen, zusammen mit der Atmosphäre. Jedenfalls kann man da nur Erde reinmachen und jeder Planet, so ziemlich jeder Planet benutzt eben auch die Erdwolken. Dann haben wir Startheit, und zwar ist es die minimale Höhe für die Wolken, und zwar in Metern. Hier bei der Venus haben wir minus 1500 Meter, bei der Erde haben wir 1200 und Mars ist es minus 1 und Europa ist 0. Die Breite, das ist eben Width, ist die Breite der Wolken in Metern. Und da könnt ihr eine bestimmte Zahl nehmen. Zum Beispiel würde ich jetzt hier den Radius nehmen, da haben wir 300.000. Das würde ich dann mal eben zum Umfang errechnen, also zweimal den Radius mal Pi. Dann habt ihr den Umfang und dann könnt ihr das zum Beispiel da eintragen. Dann habt ihr eben extrem weite, breite Wolken. Ihr könnt das dann nochmal teilen, zum Beispiel durch 5, durch 6 oder auch durch 100, keine Ahnung. Und dann solltet ihr ein bisschen schmalere Wolken bekommen. Also ihr müsst da schon ein bisschen aufpassen. Wenn ihr da so ganz spezielle Formen macht oder so, dann kann das schnell mal kaputt gehen, schlecht aussehen. Dann die Höhe, das ist die Höhe der Wolken in Metern, also Height. Das sind hier 8500 Meter, bei der Erde haben wir 36.000 Meter und beim Mars haben wir minus 1. Ja, das ist einfach die Höhe, auch nicht weiter was zu sagen. Alpha, das ist wieder die Opazität, die Durchsichtigkeit. 1 ist quasi 100%, die sind hundertprozentig überdeckend. Ihr könnt das eben auch auf 0,1 setzen oder eben auch auf 0. Und das ist einfach nur die Überlappung über die normale Atmosphärentextur. Velocity, das ist die Geschwindigkeit der Wolken beim Vorüberziehen. In Metern pro Sekunden, denke ich jetzt mal. Hier haben wir bei der Erde 2, bei der Venus haben wir 1. Beim Mars haben wir eben 0. Ich weiß nicht genau, ob das Meter pro Sekunde ist. Ich schätze es einfach mal. Und ihr könnt das dann eben deutlich sehen, wenn ihr zum Beispiel den Zeitbeschleunigung benutzt und zwar ganz schnell macht, dann seht ihr halt, wie die Wolken die ganze Zeit um euch herum fliegen. Und damit könnt ihr das eben ein bisschen verändern. Dann haben wir das letzte hier. Wie viel haben wir? Ja, 12, 13 Minuten haben wir schon. Und zwar das letzte, Fog. Das ist visueller Nebel und der verfärbt die Körper bei zunehmendem Abstand und eben auch hauptsächlich bei Körpern mit Atmosphäre. Sonst könnt ihr es komplett entfernen. Und zwar haben wir hier die Farbänderung, also Color, Zeile 41, das ist die Farbänderung und es kann mehrere geben. Ich zeige euch gleich, was ich damit gemeint habe. Dann gibt es den RGB-Anteil, also Rot, Grün, Blau. Da könnt ihr eben die Farbveränderung machen. Und vielleicht sollte ich nochmal zu dem sagen, dass es den Körper, also den Planeten oder die Sonne verändert. Also die Oberflächentextur wird zum Beispiel verändert und nicht die eigentliche Atmosphäre. Also wir haben so eine Verschiebung von Rot, Grün und Blau und eben wieder die Opazität, die Durchsichtigkeit, inwiefern ihr das eben haben wollt. Und hier haben wir die Erde als Beispiel. Da seht ihr, es gibt drei Stück davon. Das heißt, ihr könnt mehrere haben. Dafür braucht ihr aber verschiedene Distances, also verschiedene Abstände, Zeile 47. Und hier haben wir es eben auf 100. Die beiden anderen hier bei der Venus habe ich einfach gelöscht, weil ich es ja nicht mehrmals erklären muss. Dafür haben wir hier die Erde zum Beispiel. Und ihr seht, das verfärbt sich immer mehr. Hier am Anfang haben wir ziemlich gleichmäßige Verteilung an Farben und dann geht das immer mehr Richtung Blau. Wie ihr sehen könnt, von oben nach unten wird es immer mehr Blau und der Abstand wird auch immer höher von 500 zu 3000 zu 30.000 Metern oder ein Abstand von der Kamera bis zum Körper eben. Und bei Mars,
Da haben wir zwei Stück, einmal bei 0 und einmal bei 15.000. Und da verändert sich es auch. Und zwar haben wir am Anfang relativ ausgeglichen, etwas mehr Rot. Und dann haben wir eigentlich genau dasselbe, nur die Opazität wird ein bisschen höher, von 0 auf ein Drittel. Und das war's dann. Wir haben 15 Minuten erreicht, sehr schön. Das war's mit der Atmosphäre hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mal ein Like da lassen und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.